Hallo, ich grüße dich und zwar zu einem Zahlenvideo bzw. zu einer Ankündigung, nämlich es geht um den Zahlen, um den ganzheitlichen Numerologie-Workshop, den ich am Samstag, am 21.05. da bei der Vostag in Bichwil, das ist in der Nähe von Uzwil und Uzwil ist in der Nähe von St. Gallen, oder von der anderen Seite her gesehen von Winterthur, zum Beispiel Biel-Winterthur. Also gerne spreche ich mit dir noch ein bisschen darüber, dass du einfach das auch live von mir hörst. Ich meine, du kannst ja auch in den Link gehen und dir da entsprechende Informationen holen, ja, aber einfach, dass du das eben auch mündlich von mir hast. Und ich freue mich, ja, ich freue mich wieder mal offline sozusagen, also nicht online, also per Internet so etwas zu tun, sondern eben wieder mal vor Leuten zu stehen. Du weißt, das war in den letzten 2 Jahren schwierig oder sogar unmöglich, also da eben zum Beispiel Vorträge abzuhalten oder Seminare zu machen, wo man sich sieht. Ja. Also da hast du, also falls du Lust hast, falls du Zeit, Lust, Interesse hast und ja, sagen wir mal jetzt im Umkreis, irgendwie also Ostschweiz oder Zentralschweiz oder aus dem süddeutschen Raum oder aus dem Vorarlbergischen kommst, als Beispiel, also dann lade ich dich herzlich da ein, also beziehungsweise, also dann ist das eine super gute Möglichkeit, mich mal live zu erleben, wie ich da einen Tag lang eben da über die Numerologie spreche. Also es ist ein Einführungskurs sozusagen, also es ist nicht ein typisches Seminar, also es ist, wie du dann auch das in der Erklärung siehst, es geht um dieses Geburtsbild hier, um dieses geniale Geburtsbild, Numeroskop, Grundbild, ja, und das werde ich präsentieren. Also das heißt, ich werde dir, also das ist dann, wirst du dann ausgefüllt bekommen, also du erhältst an diesem Workshop, also eben dieses Bild hier, ja, und da werde ich Schwerpunkte daraus in dem Sinne bringen. Also das heißt, ich gehe nicht in jedes Detail, aber anhand dieses Geburtsbildes zeige ich dir eben diese Genialität, diese Vielseitigkeit, diese Vielschichtigkeit dieser Numerologie. Und du kannst auch gerne dann auch das Geburtsdatum einer Bezugsperson angeben. Und ja, das wird einfach einen Tag lang dauern. Also du wirst viele, sehr viele wertvolle Informationen für dich bekommen. Du kannst mich löchern mit allen möglichen Fragen zu den Dingen, die ich dir da sage, was dein Geburtsbild betrifft. Das ist natürlich, ja, da kannst du, also das geht von etwa 9 oder halb 10 bis etwa 17 Uhr. Also du siehst die genauen Zeiten, siehst du dann in der Beschreibung. Und es ist so, ja, es wird auch eine Mittagspause geben. Wir können da irgendetwas essen gehen, dann in der Nähe, Restaurant, aber das ist nicht obligatorisch. Also du bist nicht verpflichtet, da Mittagessen, also mitzukommen oder so, dann in der Mittagspause. Also da kannst du machen, was du möchtest, natürlich, selbstverständlich. Und ja, also zum Ablauf in dem Sinne, also eben kein komplizierter Ablauf, einfach in dem Sinne, also Tagesthema, die Betrachtung der Geburtsbilder der Einzelnen, also der Anwesenden, ja, und wir werden sicher den Sinn und Zweck, also wir werden sicher die wichtigen Punkte der solaren Zahlen hier oben von jedem, natürlich da gibt es Einblick. Und wir werden Sinn und Zweck des Geistbildes, des Seelenbildes und des Körperbildes besprechen. Und ja, da freue ich mich drauf. Wäre schön, wenn du eben da
dass, ja, wenn, falls du das nutzen möchtest, eben da als Einstieg da eben in diese Numerologie, was sich dann nachher noch ergeben wird, also ob sich da in der Folge, in den nächsten Monaten, da Kurse ergeben werden. Ja, das hängt natürlich auch von der Teilnehmerzahl ab, das ist ganz klar. Und jetzt, falls du sagst, ja, nein, lieber Peter, ich würde mich zwar interessieren, ja, ich würde mich interessieren, aber das ist viel zu weit weg. Also Schweiz, Ostschweiz, egal, Schweiz, das ist viel, viel, viel zu weit weg für mich. Ja, schade, schade, ich würde gerne kommen. Ja, oder auch, falls du eben aus Österreich, zum Beispiel aus Wien bist oder aus Linz oder so. Oder eben Deutschland wäre dann Hamburg oder weiß ich auch nicht was, oder Berlin, egal, oder auch in der Mitte. Ja, dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, Achtung, also wir können das selbstverständlich dann online machen, per Zoom, das geht ganz gut, auch mit mehreren Menschen, also wir würden genau das Gleiche, was ich, also vom Prinzip her das Gleiche, wie ich das jetzt offline da bei der Vostag anbiete, würde ich dann auch online anbieten. Beziehungsweise, falls du Interesse hast, dann wäre es natürlich gut, wenn du einfach noch zwei, drei andere in dem Sinne kennen würdest oder organisieren würdest, die das ebenfalls interessiert, die da ebenfalls mitmachen würden. Ja, genau. Also wir können da schon mit wenigen Menschen, können wir das auch online machen. Ja, einfach für deine Information. Also diese Option gibt es. Oder früher war das oft so, bis nach Ungarn, also nur einfach mal das auch nochmals zu sagen. Also ich wurde eingeladen bis auf Ungarn. Also wenn einfach eine bestimmte Gruppe Interesse hat, ja, dann komme ich auch, dann reise ich auch dorthin. Also falls du als Gastgeberin, als Gastgeber auftreten möchtest, dann können wir schauen, was wir machen. Also dann, wenn das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. So, ja, also das war's. Also ich weiß nicht, mal kurz überlegen, was es sonst noch zu diesem Workshop zu sagen gibt. Wie gesagt, das ist eine Einführung, es ist auch eine Art Demo. Eine Art Demo, Demonstration dieser genialen Lehre, wo du sehr viele persönliche Informationen erhältst, wichtige persönliche Informationen für dich. Ja. Also es ist eine Demo, eine Demonstration, aber es ist kein Seminar. Also wir berechnen nicht die Bilder aus und zeigen, ja du, jede Station, was ist hier alles, was ist dort, das geht nicht einfach so schnell. Das kennst du selbst auch, also wenn du ordentlich die Astrologie erlernen möchtest oder Handlesen oder von mir aus Naturheilkunde so, dann geht das nicht einfach in einem Tag. Um einen Tag, das sind dann mehrere Tage, also Seminartage, so etwas zu erlernen. Logisch, jetzt für jemanden, der zum Beispiel nur einfach die Grundzahl erlernen möchte. Ja, das kann man selbstverständlich, das kann man sofort machen, das ist kein größeres Problem, oder? Also Grundzahl der Quersumme, ja, das geht schnell. Ja. Das könnte man schon machen. Aber eben hier ist das ja noch viel, viel komplexer. Ja. Also, mal schauen, vielleicht bist du ja dabei oder vielleicht online dabei, wie ich es jetzt eben gerade erklärt habe. Und vielleicht hast du irgendwelche Fragen dazu, Thema generell, Thema Vorträge, Workshops, Seminare, oder bist du interessiert oder bist du interessiert, also entweder selbst teilzunehmen oder eben das auch zu organisieren, also als Gastgeberin, als Gastgeber aufzutreten. Ja, gut, in diesem Sinne, ich wollte einfach kurz auch das eben mündlich wiederbringen. Ja, im Prinzip ist alles gesagt für den Moment. Und ja, also gerne, falls du Fragen hast, kannst du mich kontaktieren.
danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis bald.